Ich kann nicht akzeptieren, zu verlieren, wenn ich nichts getan habe. Ich wurde für 4 Jahre aus dem Verkehr gezogen, sagte der Franzose dem Magazin Marianne, wer sind C-Clowns, mich am Arbeiten hindern. Platini, der Ende Januar Klage gegen seine Sperre vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhoben hat, bezeichnete Richter des Internationalen Sportgerichtshofs CAS und Ethiker des Weltverbands FIFA als Müllrichter, das sind keine wirklichen Richter. Ich warte auf echten Entscheidungen, wie der Schweizer Staatsanwaltschaft. Wegen Korruption war Platini im Dezember 2015 zu einer 8-jährigen Sperre verurteilt worden. Mittlerweile wurde Strafe reduziert. Sie ist nun im Oktober 2019 abgegolten. Platini stand von 2007 bis 2016 an der Spitze der UEFA. Als Spieler wurde er 1984 Europameister, im gleichen Jahr wurde er zu Europas Sportler des Jahres gewählt. Als Mittelfeldakteur von Italiens Rekordmeister Juventus Turin gewann er 1985 den Europapokal der Landesmeister.